Einen schönen guten Abend. Nach den Massendemonstrationen vom Wochenende geht der Protest gegen die Macht der Banken in Deutschland weiter. In Frankfurt und Hamburg kampierten Hartgesottene in Zelten, trotz herbstlicher Temperaturen. Bisher blieben die Protestaktionen friedlich. Sympathien dafür gibt es auch aus der Politik. Annette Mende berichtet. Die Kurznachrichten hat Veronika Czerniewicz für Sie zusammengefasst. Schon wieder ist ein Kind in einem Swimmingpool ertrunken, weil es vermutlich von einer defekten Pumpe angesaugt wurde. Der 8 Jahre alte Lukas aus Hessen war mit seinen Eltern auf Fuerteventura im Urlaub, als es zu dem tragischen Unfall kam. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Nun erheben die Eltern schwere Vorwürfe. Karin Pütz berichtet. Es war eine Massenkarambolage bei über 300 Stundenkilometern. 13 Rennwagen rasten beim letzten Lauf der diesjährigen IndyCar-Serie in Las Vegas ineinander. Der Brite Dan Weldon überlebte den Horrorcrash nicht. Vor dem Rennen hatten sogar die Fahrer die Strecke kritisiert, weil sie bei den hohen Geschwindigkeiten zu gefährlich sei. Moritz Harms. Sie sind Deutschlands erfolgreichster Rapper. Sido und Bushido haben nach 8 Jahren Streit das Kriegsbeil begraben und zum ersten Mal eine gemeinsame Platte rausgebracht. 23 heißt sie und wurde von beiden in Berlin vorgestellt. Wie sie sich ihre neue Männerfreundschaft in Zukunft vorstellen, haben sie uns im Interview verraten. Stefan Franke. Ja, bei dem Traumwetter schwitzt man doch gerne. Bis bei uns morgen wird, sehen Sie gleich. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.